Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen mal ein Video in eigener Sache, also sprich in meiner eigenen Sache. Genau genommen eigentlich um eine Familienangelegenheit geht's. Ihr habt vielleicht schon mal, wenn ihr länger dabei seid, bei diversen Gelegenheiten, wenn ihr euch mal im Keller umgeguckt habt, je nachdem wie ich sitze, hier diese Bilder zur Kenntnis genommen. Ganz oben ist jetzt nur schlecht zu sehen, aber erahnen kann man's, findet ihr meinen Großvater, Botaniker der ersten Generation. Das da ist mein Vater in jungen Jahren, Botaniker der zweiten Generation. Und das da unten, das ist meine Masterurkunde. Ich hänge da erst mit Bild, wenn ich verstorben bin. So ist zumindest der Plan. Und ja, die ist quasi jetzt erstmal Platzhalter dafür, dass ich zwar nicht direkt Botaniker, aber zumindest Naturwissenschaftler mit gewisser pflanzlicher Komponente in dritter Generation sozusagen jetzt bin. Ne? Das ist mir wichtig, da komme ich her, das prägt mich in gewisser Weise. Und das, wo meine Ahnen bereits eben dran gearbeitet haben, ist die Vegetationskunde, so nennt man es heute, den Überbegriff. Spezieller die Pflanzensoziologie. Das ist eine Methode in der Vegetationskunde und sicherlich eine wichtige. Die war sehr, sehr populär und ist, ja, leider inzwischen nicht mehr ganz so wichtig, weil sie eine Methode war, um anhand der vorhandenen Vegetation Klassen für die entsprechende Vegetation abzuleiten, was man dann im späteren Verlauf dieser Wissenschaft und auch heute noch, dafür ist sie immer noch wichtig, genutzt hat, um eben zu sagen, was wäre denn jetzt die natürliche Vegetation für einen entsprechenden Standort. So, und wenn ihr jetzt schon länger bei mir zuguckt, dann habt ihr den Begriff natürliche Vegetation schon mal gehört und ich lasse mich häufiger dazu aus, welche Baumart gehört denn jetzt eigentlich hierhin? Was würde denn jetzt hier wachsen, wenn wir nichts anderes hingepflanzt haben? Und dieses Konzept, dass man sich überlegt, was müsste hier eigentlich von Natur aus wachsen, aber wir haben was anderes hingepflanzt, aber was wäre da, wenn nicht? Das nennt sich potenzielle natürliche Vegetation. So, und das ist ein Gedankenkonstrukt bzw. ein Konzept, was eben mein Großvater erfunden hat. Sicherlich von den Dingen, die er wissenschaftlich geleistet hat, wenn man eine Sache rausgreifen muss, dann war das sicherlich seine größte Leistung aus meiner Sicht. Zumindest ist es die Leistung, die heute noch angewendet wird und so ziemlich jede Naturschutzvereinigung verwendet die natürliche Vegetation eben als Maß dafür, wie schlimm die Förster jetzt hier im Wald gerade gewuselt und gewuschelt haben und dass hier ja kaum Arten der natürlichen Vegetation vorhanden sind. Es ist also ein Instrument, das heutzutage vor allen Dingen zum Naturschutz verwendet wird. Es muss nicht zwingend zum Naturschutz verwendet werden. Es kann auch verwendet werden für wirtschaftliche Interessen, weil als Förster, als Landwirt, als in irgendeiner Form jemand, der die Landschaft nutzt, auch ein Landschaftsökologe, ein Landschaftsplaner oder auch ein Landschaftsarchitekt, tut gut daran, sich mit der potenziell natürlichen Vegetation bzw. der natürlichen Vegetation entsprechend auseinanderzusetzen und kann dann durch die Kenntnis dieser hier jetzt natürlich vorkommenden Pflanzenarten automatisch auf jedem x-beliebigen Stücken Bundesrepublik und natürlich auch angrenzende Gebiete, das Ganze funktioniert auch in Frankreich, in Österreich, in der Schweiz, natürlich auch in Polen und bis, ja, im Grunde funktioniert das rüber bis nach Japan, den kompletten Streifen rüber und natürlich auch den entsprechenden Streifen unserer geografischen Breite eben entsprechend in Amerika. Und da kann man dieses System anwenden und kann mit diesem System die Landschaft kartieren, die Landschaft, ja, die Pflanzen erstmal bestimmen, eintragen, welche Pflanzen wo vorkommen und bekommt dann dadurch einen Überblick, in welchen Sozialverbänden, deswegen Pflanzensoziologie, also so übertragen, ne, und ich vereinfache das Ganze natürlich, aber bekommt man eben einen Eindruck davon, in welchen Wohngemeinschaften, wenn man so möchte, denn Pflanzen unterschiedlich vorkommen. Denn bestimmte Pflanzen wohnen sozusagen mit bestimmten anderen Pflanzen zusammen. Es ist ganz typisch, in welcher Konstellation Pflanzen vorkommen und das nennt man eine Pflanzengesellschaft.
und dass wir inzwischen genau wissen, welche Pflanze in welche Pflanzengesellschaft gehört und unter welchen Standortbedingungen, sprich wie viel Niederschlag, wie viel Hangneigung möglicherweise, wie viel pH-Wert des Bodens, also Säuregrad des Bodens, welche Nährstoffverfügbarkeit, was haben wir da für ein Klima und all sowas. Wenn wir diese Daten wissen, und die wissen wir, dann können wir quasi damit anhand dessen, dass wir einen genauen Zusammenhang zwischen Vegetationsart, Pflanzengesellschaft und Standorteigenschaften, also die abiotischen Einflüsse, die auf die Pflanzen an diesem Ort einwirken, da wir diese Symbiose kennen, unter anderem eben und nicht ganz unmaßgeblich durch die Arbeit meines Großvaters, können wir für jeden Standort sagen, was sollte da natürlicherweise eigentlich stehen. Wir können es als Instrument nutzen, um zu sagen, okay, wir haben hier jetzt ein Lutzulophagetum, einen Heimsinsen-Buchenwald. Hier steht aber Fichte rum, die hat da nichts zu suchen. Der Wald ist also nicht sehr natürlich. Und schon haben wir ein sehr einfach anzuwendendes, super zutreffendes und nach wie vor wirklich beliebtes, auch in der Forstwissenschaft angewendetes Instrument A zum Naturschutz und B für stabile Wälder. Weil pflanzt du das, was da natürlich sowieso vorkommen würde, kannst du sicher sein, dass das auch wächst und potenziell sehr, sehr alt dort werden kann und keine großen Probleme hat. Das sind so einige mögliche Anwendungsbeispiele, insbesondere eben die heute noch gemacht werden aus der wissenschaftlichen Arbeit meines Großvaters. Ich würde also durchaus so weit gehen, das ist natürlich jetzt nur meine Meinung und ich gebe zu, die ist nicht sonderlich objektiv, ich gebe mir große Mühe, sie einigermaßen objektiv zu halten. Nichtsdestotrotz, die Begriffe natürliche Vegetation, Natürlichkeitsgrad der Vegetation werden zum Beispiel angewendet für eine der aussagekräftigsten Untersuchungen in der Bundeswaldinventur. Eine riesige Maßnahme, wo der komplette deutsche Wald vermessen wird, um zu sagen, wie geht's denn unserem Wald und für die Frage, wie natürlich ist denn unser Wald, spielt die zentrale Rolle unter allen Faktoren, die da herangezogen werden, zunächst mal die natürliche Waldgesellschaft. So. Und das ist eben, dass wir das genau wissen, dass sich das so durchgesetzt hat, dass das so populär geworden ist, ist unter anderem zu großen Teilen sicherlich Reinhold Tüxen entsprechend zu verdanken. Er ist ein hochdotierter, mehrfach ausgezeichneter Wissenschaftler, lebt schon lange nicht mehr, geboren 1899, wenn mich nicht alles täuscht, unter anderem ausgezeichnet mit diesem Ding, was bei uns lange vor sich hin verstaubt ist, bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass ich es ja mal als Requisite für dieses Video brauchen könnte. Hier drauf ist so ein komischer Vogel. Kennt ihn zufällig jemand? Und wenn jetzt jemand vermutet, dass die Schachtel für Bundesverdienstkreuze, die man in den 60er Jahren vergeben hat, nicht besonders hochwertig gewesen ist, stimmt, könnte echt besser sein. Wir haben es aber auch nicht besonders, nicht angemessen aufbewahrt, ehrlich gesagt. Es gibt so viele Medaillen und Orden und sonstiges Zeug von Großvater, dass ja, die im Grunde nur auf einem großen Stapel im Regal liegen. Aber ja, das ist ein Bundesverdienstkreuz, Verdienstorden der Bundesrepublik oder irgendwie sowas. Den genauen Begriff kriege ich jetzt nicht mehr zusammen und will mich jetzt auch nicht an diesem Ding aufhalten, aber das Ding ist definitiv echt. Es ist nicht meins. Ich mache mir aber auch nicht strafbar, man darf die schon verwahren, wenn man sie geerbt hat und solche Sachen. Ne? Das darf man schon. Man darf nur nicht damit rumrennen und so tun, als wäre es das eigene. Ne? Irgendwie hat so ein Bundesverdienstkreuz auf mich eine gewisse Wirkung in Anbetracht dessen, dass das ja wirklich nur für große Verdienste eben entsprechend vergeben werden sollte. Und es steht für mich persönlich in keinem Zusammenhang, dass jemand, der ein schlimmer Nazi gewesen sein soll, ein Bundesverdienstkreuz verliehen bekommt. Es steht für mich auch in keinem Zusammenhang, dass derjenige noch diverse andere Ehrungen und Würdigungen entsprechend erhalten hat. Unter anderem auch, und das ist so zum Teil auch der springende Punkt, die Ehrenbürgerschaft der Stadt Rinteln. Da ist er der einzige Ehrenbürger entsprechend. Er hat viele internationale Symposien abgehalten, um halt eben in dem besagten breiten Streifen, wo die pflanzensoziologische Methode der Schule Zürich-Montpellier entsprechend anwendbar ist. Erfunden hat ein gewisser Josiah Braun-Blanquet,
Ich hoffe, ich spreche den Mann korrekt aus. Das war ein Schweizer, also aus der französischsprachigen Schweiz. Deswegen klingt er so französisch. Und der hat es erfunden. Und kurz danach ist bei ihm auch Tüxen in die Lehre gegangen und hat es dann eben entsprechend in Deutschland verbreitet. Vor allem seine Zusammenarbeit mit vielen internationalen Kollegen und internationalen Vegetationsforschern hat eben zu dieser schnellen Verbreitung geführt. Er hat regelmäßig Symposien abgehalten, wo sich halt alle Welt getroffen hat. Das hat auch zur Ehrenbürgerschaft in Rinteln geführt. Das ist halt eben im Rintelner Ortsteil Totenmann Japaner und Amerikaner und Leute aus sonst wo. Also Entschuldigung, ich kann nicht alles aufzählen. Mir fallen hier spontan auch nicht sämtliche Länder ein. Aber wirklich viele, viele Freunde aus vielen, vielen natürlich auch europäischen Ländern, England, Frankreich und so weiter und so fort. Und das direkt nach dem Krieg. Also die Siegermächte. Ne? Alle direkt nach dem Krieg sofort wieder bei Tüxen aufgetaucht. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass es kein Mensch mitbekommen hat, dass Tüxen so ein fieser Nazi gewesen ist und jetzt viele, viele Jahre später, Tüxen wäre ja inzwischen, wie wir daran wissen, dass er 1899 geboren ist, 118 Jahre alt, irgendwie sowas, jetzt hat so ein total krasser investigativer Club von Naturschützern, von irgendeiner untergeordneten Naturschutzorganisation, ja, ich bin da ehrlich gesagt wirklich ein bisschen emotional betroffen, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Die Familienehre wird hier ein bisschen in den Schmutz getreten. Dass mir das nicht gefällt, ist hoffentlich emotional ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe von dieser besagten Naturschutzorganisation, ich schreibe es euch unten hin, ich habe vergessen, wie sie heißen, so unwichtig sind, in Anführungszeichen, unwichtig sind sie, bisher noch nie was Positives gehört. Und ich setze mich mit Naturschutzorganisationen auseinander, aber das muss jetzt nicht zwingend was heißen. Und diese olle Untergruppe, die jetzt Faschismus im Naturschutz, also rechten Faschismus im Naturschutz aufdecken soll, total krass investigativ, hat bisher es lediglich geschafft, irgendwelche historischen Figuren, die inzwischen im Grunde absolut akzeptiert sind von der Wissenschaft, ne? Die müssen sie jetzt wieder rausgraben und die quasi durch den Kakao ziehen. Es mag bei manchen dieser Figuren vielleicht ein wenig gerechtfertigt sein. Das weiß ich nicht, ich habe mich nicht mit allen davon auseinandergesetzt. Ich weiß allerdings mit Sicherheit, dass Tüxen als bösen Nazi darzustellen wahnsinnig übertrieben ist. Ist er ein Schindler gewesen und hat sich durch große Heldentaten im Dritten Reich hervorgetan? Nein, das nicht. Aber er war mit Sicherheit schlimmstenfalls, allerschlimmstenfalls jemand, der sich nicht gegen das NS-Regime gewehrt hat und die ihm übertragenen Aufgaben halt ausgeführt hat, weil er es halt musste. Schlimmstenfalls. Er war auch nicht ein Sympathisant und er war meiner Meinung nach dem, was ich recherchieren konnte und nach dem, woran sich seine noch lebenden Kinder, es sind noch zwei übrig, entsprechend erinnern können, war er definitiv kein Sympathisant und auch kein Mitläufer und nur soweit es notwendig war, ein Unterstützer des NS-Regimes. So, und dafür müssen wir gleich mal im Hinterkopf behalten, alle von uns, die in den letzten 30 Jahren zur Schule gegangen sind, haben hoffentlich in der Schule gelernt, dass man, wenn man in einer Diktatur lebt, keine andere Wahl hat, wenn man nicht Leib und Leben seiner Familie und von sich selbst gefährden möchte, als in gewisser Weise da ein wenig mitzuspielen. Leute, die das nicht tun, sind Helden. Punkt. Ja, das ist eine wahnsinnig tolle Leistung und das gehört entsprechend gebührend gelobt und entsprechend darf man sich daran auch gerne erinnern und das entsprechend auch feiern. Das bedeutet aber nicht zwingend, ne, dass alle, die sich nicht durch große Heldentaten hervorgetan haben, gleich der Teufel sind. Es gibt da, wie immer, bei fast allem, was ich erzähle, eine Grauzone dazwischen. Und die Zwangslage in einer Diktatur leben und arbeiten zu müssen, bei gleichzeitig brennender Leidenschaft für ein Forschungsgebiet, in dem man gerne weiter forschen möchte, in dem man sich sicherlich auch zu einem gewissen Teil vielleicht aus persönlichem Ehrgeiz auch hervortun möchte. Aber vor allen Dingen ging es um die Förderung der Wissenschaft und da Tüxen einer der frühesten Vertreter vom Naturschutz gewesen ist und einer der frühesten, die gesagt haben, wir müssen da dies und das und selbst und jenes entsprechend besser machen, ist es auf jeden Fall gut und auch aus heutiger Sicht des heutigen Naturschutzes und des, was heute im Wald getan wird, um eben natürlichere Wälder zu bekommen, ist es verdammt nochmal gut, dass Tüxen so erfolgreich gewesen ist.
Der entsprechende Wikipedia-Artikel über Reinhold Tüxen, der eben von dieser besagten Organisation, die sich da irgendwie zur Aufgabe gemacht hat, alte Vegetationsökologen durch den Kakao zu ziehen und die irgendwelche Nazi-Machenschaften unterstellen zu wollen, sieht das offensichtlich anders. Ich kann das nicht nachvollziehen, weil gerade wenn es sich um eine Naturschutzorganisation handelt, alle Naturschutzorganisationen, die ich kenne, und ich kenne alle großen, sind sich darüber konsenstechnisch einig. Selbst Greenpeace, die sind ja so ziemlich die radikalsten, die man da kennt, sie sind sich einig, dass die natürliche Vegetation im Wald hinzustellen eine gute Sache ist. Und genau das hat Tüxen sein Leben lang quasi auch gepredigt, hat er mit seiner Forschung auch irgendwo vorangetrieben. Gleichzeitig hat er allerdings genau das gemacht, was Forschung ist, nämlich neutral und ideologiefrei. Bei dem Autor der Zeilen im entsprechenden Wikipedia-Artikel kann es sich entweder nur um einen unglaublich schlechten oder gar nicht um einen Wissenschaftler handeln, wenn er die Ideologiefreiheit der Wissenschaft so nicht versteht. Davon abgesehen, dass er ja diverse Quellen zitiert, die er scheinbar dann ja wohl hoffentlich auch gelesen haben muss. Und in diesem Zusammenhang müsste er doch irgendwie bei der Literatur von Tüxens Arbeiten feststellen, dass Tüxens Arbeiten, wie man heutzutage sagt, dem Standard der guten wissenschaftlichen Praxis durchaus entsprechen. Das sind neutrale wissenschaftliche Arbeiten. Sämtliche Ergebnisse, die Tüxen damals erlangt hat, durch seine entsprechende Forschung, sind objektiv, die sind zumindest mal potenziell falsifizierbar, aber bisher hat sie noch niemand falsifiziert. Es gibt ja keine wahren Ergebnisse in der Wissenschaft. Es gibt nur Ergebnisse, die Dinge, Sachverhalte möglichst gut erklären. Und solange niemand was Besseres findet, geht man davon aus, dass das die Erklärung ist. Und auf diesem Level befinden wir uns bis heute, was die Untersuchung von Tüxen angeht. Es hat im Detail ein paar kleine Anpassungen gegeben, das ändert aber nichts an der großen übergeordneten Thematik, und kleine Anpassungen im Detail sind normal. Hat es gegeben bei Einstein, bei Einstein vielleicht nicht. Also E=mc², hat keiner noch was da hinten dran geschrieben, aber bei vielen, vielen, vielen entsprechenden Wissenschaftsbereichen, wo die Pioniere tätig waren, Darwin, Konrad Lorenz, Carl von Linné, um mal ein paar berühmte Biologen zu nennen, da wurde immer angepasst. Und das ist wichtig. Das ist Wissenschaft. Ne? Wissenschaftliche Theorien würden im Laufe der Zeit, wenn alles gut läuft, immer weiterentwickelt. Man behält trotzdem den Urheber dieser Idee, dieser genialen Idee, weil das ist sie, in positiver Erinnerung, und gerade deswegen wird ja auch immer zitiert, von wem man denn sein Wissen hat, um das auch eben entsprechend anzuerkennen, um den Weg des Erkenntnisgewinns auch nachvollziehen zu können. Die historische Anhäufung von Wissen, das ist verflucht nochmal wichtig, weil man muss wissen, wo das Ganze herkommt. Gut, so viel zu den grundlegenden Dingen. Jetzt muss ich kurz erklären, will ich zumindest. Ich weiß, das wird lange, aber ihr habt ja hoffentlich Zeit mitgebracht. Und übrigens, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Das ist natürlich, wie gesagt, eine relativ persönliche Angelegenheit. Es gibt Videos von mir, da lernt ihr mehr über den Wald und die Natur, aber ich versuche es trotzdem relativ anschaulich zu gestalten. Ich hoffe, ich werde nicht von meinem ehemaligen Professor verklagt, wenn ich im Rahmen des Zitatsrechts einen ganz kleinen Blick in sein hervorragendes Buch Forstliche Vegetationskunde von Professor Dr. Anton Fischer euch werfen lasse. Da sehen wir nämlich diese Grafik. Diese da. So. Und dazu muss ich jetzt ein bisschen was erklären. Die Faktoren, die bestimmen, welche Pflanzenarten als eine Pflanzengesellschaft, also eine Pflanzen-WG, die zusammen vorkommen, da sind, liegen zum einen in der physiologischen Wuchsfähigkeit dieser Pflanzen, nenne ich das jetzt einfach mal. Wir sprechen da genauer von physiologischen Existenzbereich oder physiologische Valenz. Das bedeutet, eine Pflanze kann meinetwegen von durchschnittlichem Jahresniederschlag von 300 mm bis durchschnittlichen Jahresniederschlag von 800 mm leben. So, das ist die physiologische Valenz. In diesem Bereich schafft es die Pflanze irgendwie zu überleben. Hat sie zu viel Wasser, geht sie ein. Hat sie zu wenig Wasser, geht sie auch wieder ein. So,
Meistens ist es so, dass für die allermeisten Pflanzen, die zwischen recht wenig Wasser und recht viel Wasser physiologisch leben können, weil sie mit ihrer Wurzel in der Lage sind, mit den entsprechenden Situationen klarzukommen, mit ihren Blättern und ihrem ganzen kompletten Körper, in Anführungszeichen, die haben ein sehr, sehr breites Spektrum, wo sie vorkommen können. Ein Beispiel, den wir alle kennen, ist die Kiefer. Ne? Unsere Waldkiefer. Die kannst du hinpflanzen, wo du willst. Die kann überall wachsen. Die kommt mit nahezu wirklich jeder Bedingung zurecht. Aber was ich euch hier gerade gezeigt habe, das zeige ich euch gleich noch ein paar Mal, das ist der Hohenheimer Grundwasserversuch. Ist so einer der maßgeblichen Versuche, Experimente, die man mal im Labor sozusagen im Rahmen der Vegetationskunde durchgeführt hat. Durchgeführt hat das der Herr Ellenberg, das ist ein weiterer hochdotierter, überaus wichtiger deutscher Vegetationskundler. Auch einer der ersten Ökologen Deutschlands. Darf man, denke ich, sicherlich so sagen. Ganz, ganz wichtiger Mann. Also ebenfalls wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Und da lassen wir auch nichts drauf kommen. Bei diesem Versuch hat man Folgendes gemacht. Man hat drei Arten genommen. Den Glatthafer, den Wiesenfuchsschwanz, ich muss das kurz nochmal nachlesen, und die aufrechte Trespe. Das sind alles Gräser im weitesten Sinne. Für unsere Zwecke jetzt ausreichend. Und dazu muss man sagen, dass der Glatthafer die wichtigste Wiesenpflanze auf frischen bis mäßig trockenen, nährstoff- und basenreichen Böden. Heißt, standardmäßig finden wir, wenn wir jetzt rausgehen in die Natur und suchen den Glatthafer, dann finden wir ihn immer auf besonders guten Böden. Die sind in allen Eigenschaften gut. Gute Wasserversorgung, gute Nährstoffversorgung. Gut, das Klima ist ohnehin jetzt erstmal nicht so wichtig, weil wir ja uns auf mehr oder weniger der gleichen Wiese befinden. Gehen wir etwas weiter und gucken auf feuchten bis nassen, also so richtig, wo du richtig schön nasse Füße kriegst, wenn du drüber läufst, Wiesen, nach, dann ist da die vorherrschende Art nicht mehr der Glatthafer, sondern der Wiesenfuchsschwanz. Gehen wir ins andere Extrem und kommen auf schwerpunktmäßig, mäßig trockene oder wechselfrische Böden. Das Angebot an verfügbaren Nährstoffen ist gering. Da finden wir die aufrechte Trespe. So sieht es in der Natur aus. Spannend wird es jetzt, wenn wir eben unseren Göttinger Grundwasserversuch machen. Entschuldigung, Hohenheimer Grundwasserversuch. Da haben wir nämlich ein Pflanzbeet. Ne? Wie groß das ist, ist erstmal wurscht. Unter diesem Pflanzbeet befindet sich eine schiefe Ebene. Also einfach ein Brett rein. Wenn du jetzt das Ding, dieses Ding mit Erde füllst, dann sieht das ungefähr so aus. ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Kippt man da jetzt eine definierte Menge Wasser rein in eben dieses entsprechende Pflanzbeet, dann ist an der Stelle, wo das Brett besonders weit unten sitzt, natürlich insgesamt jede Menge Wasser vorhanden. An der Stelle, wo das Brett sehr weit oben sitzt und hier schon die Oberkante der Erde, hast du natürlich nur ganz wenig Wasser, weil alles Wasser nach da unten fließt. Wir simulieren also in diesem Pflanzbeet in der Mitte mittlere Wasserversorgung, hier miserable Wasserversorgung und hier sehr, sehr viel Wasser. Um nicht zu sagen, fast schon zu viel für viele Pflanzen. Gut, schmeißen wir jetzt da unsere drei Wiesenarten rein. Alles zusammen als ein Mix, Samenmischung. Dann wachsen die genau da, wo wir sie auch in der Natur vorfinden. Die, die Feuchte mögen, wachsen im Feuchten, sprich der Wiesenfuchsschwanz. In der Mitte, für das Optimum optimiert sozusagen, wächst der Glatthafer und im trockenen Rand wächst die aufrechte Trespe. Soweit findet man auch so in der Natur, ist also kein Wunder, dass das im Labor auch so ist. Sollte man meinen. Spannend wird es jetzt, wenn wir uns die jeweiligen Reinkulturen angucken. Dann sehen wir nämlich, dass alle Reinkulturen genau diesen Wachstumsbogen haben. Was die Wuchsleistung angeht. Bisher ging es nur um das Vorkommen. Das Zeug kommt vor. Ja? Aber am besten wachsen alle drei Arten, auch die, die optimiert sind auf Trockenheit oder auf Feuchtigkeit, wachsen auch am besten im standörtlichen Mittelbereich. Bei der mittleren Wasserversorgung. Weil grundsätzlich ist für alle Pflanzen mittlere Nährstoffverfügbarkeit, ja mittel bis hoch, mittlere Wasserversorgung, mittlere Temperaturen ist für alle bei uns heimischen Pflanzen eigentlich das, wo sie am besten wachsen können, wo sie am meisten Biomasse produzieren, am schnellsten wachsen. Aber in Verbindung mit anderen Pflanzen, wenn sie also nicht als Reinkultur, ohne dass irgendjemand anders da ist, vorkommen,
sieht das Bild eben, wie schon erwähnt, so aus. Wir haben also in der Mitte den Glatthafer und die beiden eher im extremen Bereich vorkommenden Arten wachsen jetzt plötzlich da. Die möchten auch da wachsen, wo der Glatthafer vorkommt. Das möchten sie gerne. Das können sie aber nicht, weil da ist ja schon der Glatthafer. Und der Glatthafer kann unter diesen Bedingungen, ne, hier ist die, physiologische Valenz vom Glatthafer deutlich schmaler als hier oben, da kommt er auch noch in den Extremen vor, aber bei den Extremen, bei Vorhandensein der darauf spezialisierten Arten, wachsen die, für die Extreme spezialisierten Arten auch in den entsprechenden Extremen. Der Glatthafer nicht, der kann da dann nicht mehr wachsen, da ist er nicht mehr konkurrenzfähig, aber in der Mitte dominiert er alles und wächst insgesamt natürlich auch besser als die anderen. Und dieser Faktor, der dazu führt, dass mit dem Vorhandensein von anderen Arten eine bestimmte Dynamik innerhalb der gleichen Wiese, des gleichen Waldes, der gleichen Wüste, der gleichen Salzwiese, welches Vegetationssystem auch immer wir uns angucken wollen, dass da diese Dynamik entsteht, abhängig von dem, wer da so vorkommt. Natürlich haben Tiere da auch noch einen Einfluss drauf, aber die klammern wir jetzt mal aus. Das nennt sich Konkurrenz und das ist neben Standort, daraus resultierenden möglichen Pflanzen, weil sie die entsprechende physiologische Valenz haben, ergibt sich dann aus der ökologischen Valenz in Kombination mit ihrer Konkurrenzkräftigkeit die Pflanzen, die da tatsächlich auftreten. Und für jeden x-beliebigen Standort mit so der Wasserversorgung, der Nahrstoffversorgung, der entsprechenden Temperatur, der Hangexposition und so weiter, finden wir die entsprechende Pflanzengesellschaft in Deutschland. Und durch die Kartierung, wie es denn in der Realität tatsächlich aussieht, hat man eben dieses Wissen, was natürlicherweise da vorkommen sollte, gewinnen können. Das war nicht einfach, das war verflucht viel Arbeit und das hat man auch 100 Jahre lang machen müssen, bis das jetzt eben mehr oder weniger inzwischen erledigt ist. Deutschland ist durchkartiert, was die Vegetationskartierung angeht. Und der Aufruf zu dieser Kartierung, die Förderung dieser Kartierung, auch die ja, gewisserweise politische Durchsetzung dafür, dass das notwendig ist, das ist Reinhold Hüchsen zu verdanken. Und die politische Durchsetzung, sprich den Staat überreden, dass er dafür Geld hergibt, dass das gemacht werden kann, diese Kartierung, das hat er nicht etwa nur in der NS-Zeit gemacht, sondern das hat er bereits 1927 angefangen. Da war von Nazis noch nicht die Rede, ne? Und das war schon erfolgreich 6 Jahre später, als die Nazis an die Macht kamen. Also ist nicht so, dass die Nazis ihm den initialen Karriereboost gegeben hätten, mit dem er überhaupt erst bekannt werden konnte. Gut, jetzt haben wir natürlich diesen schlimmen Wikipedia-Artikel. Und bevor ich jetzt weiter grundsätzliches Zeug erzähle, suche ich mein Handy, mehr oder weniger erfolglos, da ist es, weil, das habe ich mir nicht extra ausgedruckt, bitte seht es mir nach, weil da haben wir den entsprechenden Abschnitt im entsprechenden Wikipedia-Artikel zu Reinhold Hüchsen, den muss ich euch nicht verlinken, den könnt ihr selber aufrufen, und da finden wir den Abschnitt Zeit des Nationalsozialismus. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, der Artikel war, bevor diese Aktivisten hier tätig waren, war das ein kurzer, aber korrekter Artikel, mehr oder weniger bestehend aus einem ganz kurzen Lebenslauf, 2 Zitaten und einer Auflistung von diversen Ehrungen, die Hüchsen im Laufe seines wissenschaftlichen Lebens, was übrigens das komplette Leben ausmacht. Er hat noch auf dem Totenbett weiter geforscht und an weiteren Publikationen pflanzensoziologischer Art gearbeitet. Also er hat nie aufgehört. Er war nie in Rente sozusagen, nie in Pension, also schon offiziell, aber hat immer weitergemacht. Also das allein schon zum Thema Leidenschaft. Kann man von jemandem erwarten, der vor glühender Leidenschaft für sein Forschungsgebiet getrieben wird. Und das ist mit Sicherheit so gewesen. Und er hat auch Kritiker entsprechend behandelt, wie sie es wagen können, ihm zu widersprechen. Also er war nicht unbedingt immer ein einfacher Mensch, aber das war Einstein auch nicht. Das gilt für so ziemlich jeden genialen Wissenschaftler in seinem Schaffensbereich, dass das im Regelfall nicht unbedingt die allerumgänglichsten Leute sind. Ne? Das macht es aber noch nicht unbedingt zu schlimmen, bösen Menschen. Ja, aber bevor ich jetzt noch länger, das war jetzt eine halbe Stunde, um den heißen Brei herumrede, gehen wir jetzt wirklich mal diesen Artikel durch. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wenn nicht, ist völlig in Ordnung. Ich nehme es keinem übel. Es ist wirklich ein bisschen ein spezielles Thema diesmal. So, und ich lese euch den ganzen Mist vor und erfreulicherweise
hat mein Onkel das zum Teil auch schon bereits kommentiert. Ich werde auch noch meinen Senf hinzufügen. Was ich euch aber jetzt so ein bisschen vorlesen möchte, ist halt erstens der Artikel und die entsprechenden Kommentare meines Onkels zu den entsprechenden Abschnitten. Plus das, was ich noch zu sagen habe. Ne? Das kommt jetzt. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber da haben wir wenigstens mal wirklich einen klaren roten Faden und zerpflücken jetzt mal gemeinsam diesen Artikel. Es ist nicht alles katastrophal schlecht und es ist nicht... Also die Daten, die drinstehen, die sind korrekt. Die Interpretation ist allerdings beschissen. Ne? Dass Tüxen das gemacht hat, was ihm hier unterstellt wird, bis auf wenige Ausnahmen, das ist so. Aber du hattest zwei Optionen im Dritten Reich. Entweder musstest du mehr oder weniger mit den Nazis zusammenarbeiten oder du warst halt eben arbeitslos. Ne? Diese Optionen gibt's. Und wenn wir jetzt jemandem, dass er seine Arbeit auch in der NS-Zeit fortgesetzt hat, vorwerfen wollen, dann müssen wir jedem Bäckermeister vorwerfen, dass er Nazi-Brot gebacken hat. Ne? In dieser Kategorie müssten wir eigentlich denken. Insbesondere, wenn es ein Bäcker war, der erfolgreich war, damit Nazi-Brot zu verkaufen. Oh, der verdankt seine ganze Karriere den Nazis, weil die Nazis bei ihm Brot gekauft haben. Oh, ungefähr so liest sich das meiner Meinung nach hier, aber das dürft ihr gerne anders sehen. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen emotional bei diesem Thema. Man merkt, es tut mir leid, zum gewissen Grad, aber ich hoffe, es ist menschlich nachvollziehbar. Es geht hier um die Familienehre. Ne? So, sehr früh kam Tüxen in Kontakt mit der NSDAP. 1933 beauftragte ihn der Landeshauptmann Ludwig Gessner, die Vegetation des gesamten Provinz Hannover zu kartieren. Tüxen sprach im Rückblick davon, dass diese Aufgabe den Durchbruch der deutschen Pflanzensoziologie als Disziplin bedeutete. Er konnte wissenschaftliche Zielsetzungen mit praktischen Anforderungen in Zusammenhang bringen, indem er von seinen Ergebnissen auf die optimale wirtschaftliche Nutzung eines Gebietes, zum Beispiel Grünlandwirtschaft, schloss. So, das ist korrekt. Wichtig, meine persönliche Anmerkung, ist dabei eben der Hinweis, der hat schon 6 Jahre vorher genau das Gleiche gemacht. Und 6 Jahre vorher hat er schon versucht, möglichst viel Zugang zu möglichst viel Fläche, die er kartieren durfte und die entsprechenden Gelder dazu entsprechend zu bekommen. Dr. Gessner, jetzt Kommentar von meinem Onkel. Dr. Gessner erkannte früh die grundlegende Bedeutung der Pflanzensoziologie für die Landwirtschaft. Er ordnete die Kartierung der Provinz Hannover an und forderte ihre Ausdehnung auf das ganze Deutsche Reich. Als einer der ersten amtlichen Naturschützer hatte Tüxen die Provinzialstelle für Naturschutz aufzubauen. So, es ist so, das muss man auch wissen, historisch, dass die Nazis ohne jeden Zweifel böse waren, ja, um es mal lapidar zu sagen. Aber in Sachen Naturschutz, weil das gut in ihre bescheuerte Ideologie gepasst hat, haben sie nützliche Dinge getan. Die sind aus heutiger Sicht nicht falsch, was sie da getan haben. Sie haben es aus den falschen Gründen getan. Die Maßnahme per se ist deswegen aber trotzdem nicht falsch. Also wenn wir die Ideologie mal völlig ausklammern und wirklich bloß die Maßnahme angucken, was ist gemacht worden, dann ist vieles okay, was da gemacht wurde. Ne? Es gibt auch nicht völlig zu Unrecht, es ist zwar heutzutage vieles überholungsbedürftig, aber es war damals ist für mich nachvollziehbar, dass man beispielsweise das Reichsjagdgesetz ins Bundesjagdgesetz mehr oder weniger, die ideologischen Sachen hat man rausgestrichen und den Rest hat man mehr oder weniger übernommen. Das war praktisch, weil das Reichsjagdgesetz, auch wenn Hermann Göring ein böser Nazi gewesen ist, war vom Inhalt her aus damaliger Sicht nicht schlecht. Ja, vielleicht nicht optimal, aber aus damaliger Sicht, was man halt wusste, wildökologisch, jagdökologisch, man wusste nichts anderes, war das nicht verkehrt. Nur die Ideologie musste man rausstreichen. Und dann hat's, jetzt kann man sagen, es war natürlich immer noch scheiße, manche Leute werden das sagen, aber man muss das immer zur damaligen Zeit betrachten. Auch das große Aufforsten von Deutschland mit Fichten war zur damaligen Zeit gut. Und ist aus heutiger Sicht im Vergleich zur Alternative nicht aufforsten auch gut gewesen, weil sonst hätten wir überhaupt keinen Wald mehr. Dann lieber eine Fichtenplantage als überhaupt keinen Wald. Deswegen haben wir ja noch so vergleichsweise hohe Waldfläche, weil man aus heutiger Sicht falsch, aber immerhin wenigstens mit Fichte aufgeforstet hat. Gut, also dieser Gessner, der da Tüxen zur Vegetation der gesamten Provinz Hannover aufgerufen hat, ja, der hat auch schon irgendwie, auch wenn er vielleicht böse gewesen ist,
wissen wir nicht so genau, erkannt, dass das eine gute Sache ist. Okay, weiter geht's. Tüxen gelang es außerdem, Zugang zur nationalsozialistischen Autobahnbau zu bekommen. Alwin Seifert, der als Reichslandschaftsanwalt die Verbindung der neuen Infrastruktur mit der deutschen Landschaft herstellen sollte, benötigte einen Botaniker. Dieser musste zunächst die bestehende Vegetation der vorgesehenen Trassen kartieren. Jo, Alfred, der Seifert da, Alwin Seifert, hat einen Botaniker benötigt. Da hat er sich umgeguckt, was haben wir denn an guten Botanikern im Land? Und dann ist er auf Tüxen zugekommen. So war das. Kommentar: Seifert sah die Frage der Bepflanzung in den Arbeiten von Tüxen beantwortet und wollte bewusst die Erkenntnisse der pflanzensoziologischen Wissenschaft nutzen. Seifert forderte Tüxen zur Mitarbeit auf und förderte damit die Entwicklung der Vegetationskartierung und ihre Anwendung in der Landschaftsgestaltung. Deswegen hat Tüxen auch selber gesagt, dass diese ganze Maßnahme, die da halt eben von den Nazis finanziert wurde, die Pflanzensoziologie vorangebracht hat. Das ist richtig. Das hat es. Ja? Das ist so. Also mit bösem Geld die Wissenschaft finanziert, die Wissenschaft war trotzdem Wissenschaft. Und Wissenschaft ist ideologiefrei. So, weiter geht's im Text. So, dann sollte Tüxen bei seinen Vorschlägen berücksichtigen, welche Pflanzen im Sinn der Blut- und Bodenideologie als bodenständig anzusehen und welche am besten dem bestehenden Klima- und Bodenverhältnisse entsprechen. So, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Wenn man pflanzensoziologisch arbeitet und sagt, welche Vegetation, also wenn man gerade jetzt auf die natürliche potenzielle Vegetation, potenzielle natürliche Vegetation, so rum, PNV, von Tüxen heranzieht, ne? Dann sagt man ja damit, was würde auf diesem Boden, hier auf diesem Stück Land, natürlicherweise für eine Vegetation rumstehen. So, und jetzt ist es das Einfachste der Welt. Das ist so unglaublich einfach. Ne? Das kann selbst ein Nazi hinzugehen und zu sagen, aha, die potenziell natürliche Vegetation ist also urdeutsche Vegetation. Ja, das ist so naheliegend. Das ist klar, dass das den Nazis gefällt, oder? Das ist klar, dass die dafür Geld ausgeben. Das macht aber die potenzielle natürliche Vegetation deswegen nicht falsch. Die ist da trotzdem richtig. Hä? Weil der Vegetation ist das scheißegal, ob das jetzt deutscher Boden ist oder französischer Boden oder englischer Boden oder Kisua Hindi Hutsuli Hulihu Boden. Scheißegal, Pflanzen kümmern sich in Kack um Nationalitäten. Ja? Und es geht hier nur um Pflanzen. Dass die Nazis vielleicht noch mit reingeschrieben haben in ihre Arbeitsanweisung, dass man dabei die Blut- und Bodenideologie zu berücksichtigen habe. Das kannst du als Wissenschaftler getrost ignorieren, wenn du halt sagst, die Pflanzen wachsen da von Natur aus, ist das sozusagen automatisch nazifizierungstauglich. Ganz, ganz einfach. Ne? Hat überhaupt, ist natürlich völliger Schwachsinn, ne? Ob das jetzt deutscher Boden ist, in dem Moment, wo er von Frankreich erobert wird, ist es französischer Boden, in dem Moment, wo die Russen kommen, ist es russischer Boden, scheißegal, das bleibt alles dasselbe Stück Dreck, in Anführungszeichen. Ne? Es ist für mich völlig abwegig, das irgendwie politisch instrumentalisieren zu wollen, aber aus Sichtweise eines Nazis, soweit ich die heutzutage nachvollziehen kann, ist das popel einfach. Tüxen war Wissenschaftler und kein Ideologe. Die ideologiegelenkte, unwissenschaftliche Blut- und Bodenideologie lag ihm absolut fern und fand zu keiner Zeit Eingang in seine Arbeit. Und das kann man ganz einfach nachvollziehen, indem man die Arbeit einfach mal liest. Stimmt das auch heute noch? Ohne, dass man noch irgendwelche Blut- und Bodenideologie anwendet? Ja, weil es ist auf die Natur bezogen. Ne? Ganz einfach. Ziel war es, den Pflegeaufwand für die angepflanzte Vegetation aufgrund der durch die Auswahl begründete Widerstandsfähigkeit möglichst gering zu halten. Grundlage der Auswahl waren ideologische und naturwissenschaftliche Kriterien. Organisatorisch entstand auf diese Weise eine Allianz mit dem nationalsozialistischen Straßenbau. Gut, das ist nochmal dasselbe. Im Prinzip wiederholt sich hier der Autor. Gut, das mache ich auch ständig, das ist kein Vorwurf. Wieder
ideologische Kriterien waren Grundlage. Ja, aber dann hat er sich einfach nicht gehalten, schlicht und ergreifend. Ne? Das kannst du ganz einfach als Wissenschaftler verschleiern. Du machst eine richtige wissenschaftliche Arbeit, das Ergebnis gefällt den Nazis. Und wenn sie dich dann fragen, ob du denn da auch ideologische Kriterien berücksichtigt hast, ich weiß nicht, ob er dann da ja gesagt hat, aber wenn er es hat, dann hat er die Nazis angelogen. Ja, das ist natürlich schlimm. Tüxen standortgerechte Begrünungsvorschläge im Sinne der natürlichen potenziellen Vegetation beruhten ausschließlich auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Vegetationskartierung fernab von jeder Ideologie. Das kann man einfach anders nicht beweisen. Wenn man jetzt sagt, die Ideologie hat eine Rolle gespielt und das war für Tüxen wichtig, dann kann man das behaupten. Aber das ist reine Spekulation. Wir haben null Beweise, selbst wenn man die ganzen hier verlinkten Quellen sich eben entsprechend durchliest, gibt es da keinerlei Beweise dafür, dass die Ideologie eine Rolle gespielt hat. Auf diese Weise entstand also eine Allianz mit dem nationalsozialistischen Straßenbau. Schön formuliert. Sie eröffnete Tüxen den Zugang zu den Eliten von Wehrmacht und SS und wurde entscheidend für seinen persönlichen Aufstieg wie auch für den des Faches Pflanzensoziologie in Deutschland. Tüxen war nie Mitglied der NSDAP. Ja, das ist schon mal auch ganz wichtig, ne? Böser Nazi, der nie in der NSDAP war. 1942 wurde ihm wegen politischer Unzuverlässigkeit der Vorsitz in der 1927 von ihm gegründeten Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft entzogen und dem SS-Obersturmbannführer Professor Dr. Erwin Eichinger übertragen. Nach Tüxens Studien bei seinem Lehrer Dr. Josias Braun-Blanquet in Zürich-Montpellier 1926 bis 1927 entstanden bald in seinem Fachgebiet frei von nationalsozialistischen Einflüssen vielfältige nationale und internationale Kontakte mit dem Austausch wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, aus denen sich sein persönlicher Aufstieg, Zitat, und hohe wissenschaftliche Reputation entwickelte. Ganz entscheidend für Tüxens Reputation waren eben auch die internationalen Kontakte. Sind die Nazis durch internationale Kontakte besonders erfolgreich gewesen? Ein bisschen zugegebenerweise schon. Sie hatten ja Alliierte, aber Alliierte ist in diesem Fall ein ganz falsches Wort. Verbündete, nennen wir sie mal so. Welche SS- und Wehrmacht-Eliten er bitteschön da Zugang gehabt haben soll? Das bleibt völlig offen. Im Übrigen hat er sich nicht bei der NSDAP angeboten, hier Leute, stellt mich ein und so weiter und so fort, sondern sie sind aufgrund seiner Arbeiten, die ihnen halt ideologisch gepasst haben, sie waren ideologisch, nicht Tüxen, sind sie auf ihn zugekommen und haben ihm die entsprechenden Jobs angeboten. Und da er halt nun mal gerne seine Wissenschaft, Leidenschaft, vorantreiben wollte und man nun mal damit klarkommen musste, dass hier halt überall jetzt Nazis rumrennen, muss man mit denen nun mal zusammenarbeiten, sonst kommt man mit seinem Beruf nicht weiter. Der Nazi-Bäcker. Nochmal das Beispiel vom Nazi-Bäcker, der Nazi-Brot gebacken hat. Ja, ganz schlimmer Mensch. Ganz, ganz schlimmer Mensch. Fritz Todt, den kennt man. Der unter Adolf Hitler für den Autobahnbau verantwortliche Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen setzte dezidiert auf Tüxen. Als Todt zudem 1938 noch den beschleunigten Bau des Westwalls befohlen wurde, konnte Tüxen auch hier seine Methoden und Vorschläge in Anwendung bringen. Dazu muss man sagen, Seifert hat Tüxen eingestellt, also der Typ, der für die Autobahngeschichte zuständig war, und mit Todt selber hat Tüxen vermutlich, das kann jedenfalls keiner beweisen, niemals irgendwas zu tun gehabt. Wahrscheinlich haben die sich nicht irgendwann einmal getroffen. Seifert hat dann Tüxen sozusagen herangezogen, um dann zusätzlich eben da auch noch in dem Bereich Westwall und so weiter und so fort tätig zu sein. Das wurde ihm quasi befohlen, er wurde damit beauftragt. Sag mal nein zur NS-Diktatur, mach das mal. Tüxen führte staatliche Kartierungsaufträge mit dem sich daraus ergebenden Begrünungsempfehlungen entsprechend der natürlichen potenziellen Vegetation aus und bekam die dafür erforderlichen Projektmittel. Also ja, er hat Nazi-Geld angenommen, das ist so. Ja, und damit hat er dann eben entsprechend seine Arbeit vorangetrieben und damit auch die pflanzensoziologische Wissenschaft. Also da steht auch weiter oben irgendwo in dem eigentlichen Wikipedia-Artikel, dass halt durch Nazi-Geld die Pflanzensoziologie gefördert wurde und das ist so. Ja, ja. Ne? Die Autobahnen auch. Jeder, der Autobahn fährt, ist also
demzufolge offensichtlich dann auch wieder böse, genauso wie jeder, der die Pflanzensoziologie anwendet, weil die haben auch zum Teil tatsächlich die Nazis bezahlt. Ja, das ist, es ist einfach hirnrissig, aus der Notwendigkeit natürlich in der NS-Zeit mit den Nazis zusammenarbeiten zu müssen, sofort jemanden gleich zum riesen Ultranazi zu erklären oder sonst irgendwie. Ne? Gut, das tun sie hier jetzt nicht, das ist jetzt von mir überspitzt dargestellt, bleiben wir auf dem Teppich, aber hirnrissig finde ich es trotzdem. Unter anderem sein, also Tüxens, Votum für einen Eichen-Birkenwald führte zu einer Vernichtung der dort bisher bestehenden Vegetation und der Anpflanzung von etwa 42.000 Laubbäumen, meist Eichen, von 2 bis 60 Jahren. Die älteren Exemplare wurden im Umkreis Nürnbergs in einer solchen Quantität herbeigeschafft, dass es für die Einwohner der Stadt ein gewohnter Anblick wurde, ausgewachsene Bäume durch ihre Straßen auf Spezialtransportern fahren zu sehen. Außerdem empfahl Tüxen die Pflanzung von Ginster, Aspen und Birken, um dem neu geschaffenen SA-Lager einen waldmäßigen Charakter zu geben. Ja, auch da hat er zugegebenermaßen zwar das für die Nazis gemacht, aber das, was er da gemacht hat, entspricht wiederum der pflanzensoziologischen Erkenntnissen zu dieser Zeit. Ne? Man hat da nämlich einen Pionierwald hingesetzt. Ich habe euch schon mehrfach in anderen Videos erklärt, was ein Pionierwald ist. Das sind alles, Aspen sind übrigens Zitterpappeln, das sind alles typische Pionierarten, die halt dann eben später im Laufe der natürlichen Sukzession irgendwann in einen entsprechenden standorttypischen Wald überführt werden. Aber gerade wenn man große Erdarbeiten macht und da irgendwelche Bauarbeiten macht und so weiter und so fort, ist erstmal ein Pionierwald hinsetzen eine verdammt gute Idee. So, also auch das ist aus heutiger Sicht schlicht und ergreifend einfach nicht falsch. Ja, das wollten die Nazis von ihm haben und ja, er hat gesagt, was man da sinnvollerweise hinstellen kann, damit das da halt dann eben entsprechend gut wächst. Das Brot, um nochmal das Brot zu zitieren, hat ja auch die Kampfkraft der bösen Nazi-Soldaten aufrechterhalten. Ja, also nochmal, der böse, böse Bäcker. Der böse, böse Bäcker. Und dass er gegen einen das Votum für einen Eichen-Birkenwald, ja natürlich, das ist ja auch die potenzielle natürliche Vegetation für diese Gegend. Das ist so. Das ist auch heute noch so. Also Tüxen ist schon eine ganze, ganze Weile tot. Inzwischen hat sich da natürlich in der pflanzensoziologischen Entwicklung noch ein bisschen was getan und man kann sich jetzt ein bisschen streiten, ob das jetzt wirklich die optimalste Möglichkeit ist, was man da hinpflanzen kann. Aber nach damaligen Gesichtspunkten, nach damaligen Erkenntnissen war es das. Und ja, da weiß ich auch nicht, warum das so schlimm ist. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Ne? Also alles im Grunde, das sind keine ideologischen Bäume, ne? Das sind die, die man da halt aus naturwissenschaftlichen Erkenntnissen vorschlagen soll, wenn man gefragt wird. Hätte es natürlich auch Nein sagen können. Nein, das sage ich euch nicht, weil ihr böse Nazis seid. Spätestens 1937 ergab sich eine inhaltliche Beziehung zur Forstverwaltung. Denn am 25. Oktober 1937 wurde das Prüfungsfach Pflanzensoziologie in die neue Studienordnung der Forstwissenschaft eingeführt. Die Forstreferendare sollten nach dem Willen von Hermann Göring lernen, welche standortgerechten Baumarten zur Verjüngung und Aufforstung der deutschen Wälder eingesetzt werden konnten. Der Göring mag ein ganz, ganz schlimmer Kriegsverbrecher gewesen sein. Ich bin nicht hundertprozentig auf dem Laufenden, was der Göring alles Schlimmes angestellt hat. Ne? Aber damit hat er halt verflucht nochmal recht gehabt. Auch ein Nazi, ein Obernazi kann in einzelnen Dingen Recht haben. Das ist möglich. Das gefällt uns vielleicht nicht, aber das ist möglich. Und verflucht nochmal, es ist nun mal gut und richtig und wichtig, dass ein Forstwissenschaftler Pflanzensoziologie lernen muss. Und dass das halt blöderweise, zufällig, als allererstes Hermann Göring aufgefallen ist. Ist traurig und schlimm und doof, aber nicht falsch. Göring, seit 1934 Reichsforstmeister und oberster Beauftragter für den Naturschutz, hatte den Nutzen der pflanzensoziologischen Forschung für den Erhalt der deutschen Wälder erkannt, beabsichtigte im Gegensatz zu der von Teilen der NSDAP propagierten Blut- und Bodenideologie, diese Wissenschaft in seinem Sinne einzusetzen und für die Nazis zu instrumentalisieren. Ne? Also er hat die vorhandene Naturwissenschaft einfach genutzt und gesagt, yo, wir schützen den deutschen Wald. Der Wald, der alt ist und auf dem Gebiet des Deutschen Reiches stand, ist ökologisch trotzdem wertvoll, auch wenn die Nazis beschlossen haben, ihn unter Schutz zu stellen. Ne?
Das ändert nichts daran, dass das ein wertvoller Wald ist. Diese Weichenstellung wurde für Tüxen auch persönlich wichtig. Denn 1939 erreichte er zunächst eine weitere Institutionalisierung seines Arbeitsgebietes. Die Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches. So, also sie haben seine Landesstelle für Vegetationskartierung, also die ursprünglich von ihm so 1927 gegründete Einrichtung, haben sie das gemacht, was sie mit jeder Einrichtung im Land gemacht haben. Das nennt sich Gleichschaltung. Schon mal gehört? Der Autor dieser Zeilen offensichtlich nicht. Jede Institution, die es gab im Lande, wurde gleichgeschaltet. Heißt, da ist irgendwer von dran gesetzt worden, der halt eben nach Möglichkeit Nazi war oder zumindest einigermaßen kontrollierbar war von den Nazis. Das ist auch mit Tüxens Zentralstelle für Vegetationskartierung. Oder wie die auch genau jetzt geheißen hat, das weiß ich gar nicht mehr auswendig. Passiert eben. Auch die wurde halt eben in des Reiches überführt. Bei Kriegsausbruch wurde er zum Wehrdienst eingezogen. Die Protektion des Reichsforstamtes ermöglichte ihm allerdings im gleichen Jahr aus dem Militär auszuscheiden und zu seiner Tätigkeit zurückzukehren. Ist richtig. Ja, das ist so gewesen und ich kann mir vorstellen, dass er darüber nicht besonders traurig war. Tüxen hat bereits im Ersten Weltkrieg gekämpft. Allzu viel Bock auf den Zweiten wird er nicht gehabt haben. Vom Ersten hat er nie irgendwas erzählt. Keiner weiß genau, was da passiert ist, weil er wirklich darüber hundertprozentig geschwiegen hat. Er war da ja noch ein ganz junger Mann. Er hat sein Abitur überhaupt erst bekommen, weil er sich freiwillig gemeldet hat für den Kriegseinsatz. War also ein miserabler Schüler, später trotzdem ein genialer Wissenschaftler. Da ich auch ein nicht besonders guter Schüler war, hoffe ich, das kommt noch. das ist so. Ne? Aber ja, das ist ganz furchtbar schlimm, ne? Dass du die Möglichkeit nutzt, nicht in den Krieg zu müssen. Das macht dich zu einem ganz furchtbar schlimmen Mensch. Hätte ich auch gemacht. Ja, Göring benötigte seine Dienste. Stimmt nicht. Göring hat ihn nicht selber persönlich wahrscheinlich angefordert, sondern es sollte einfach weitergehen mit dem, was davor schon alles lief da, ne? Die ganzen laufenden Projekte und so weiter. Das haben sie halt erst relativ spät begriffen, dass der Mann da vielleicht eventuell noch benötigt wird. Denn er als Reichsforstmeister hatte bereits, Göring, im Juni 1939 beschlossen, eine eigene Arbeitsstelle für Vegetationskartierung in die Forsteinrichtungsämter zu integrieren. Ziel war die soziologische Forstkartierung der Waldgesellschaften. Auch das ist nicht falsch. Die wichtigste sollte in Hannover bei der Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches, also bei Tüxen, eingerichtet werden, wenn sie auch dem Forsteinrichtungsamt Kassel unterstellt bleiben sollte. Im August übergab er diesen Stab dann offenbar Tüxen direkt mit dem Auftrag, eine Vegetationskartierung des gesamten Deutschen Reiches durchzuführen. Das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Nach dem großen Gebietsgewinn von Wehrmacht und SS im Zweiten Weltkrieg in Osteuropa erhielt Tüxens Stelle noch mehr Aufgaben, darunter die Vegetationskartierung der Umgebung des Konzentrationslagers Auschwitz. Er vermerkte selbst, Zitat, in der Nähe von Auschwitz, Ostoberschlesien, wurde von einem größeren Gebiet eine Vegetationskartierung als Grundlage der Neuordnung aller Wirtschaftsverhältnisse hergestellt. So, das ist eine Bemerkung von Tüxen. Da berichtet er, dass er das gemacht hat. Gut. Wir sprechen hier von einem Wissenschaftler, dessen Ziel zur Förderung seiner Wissenschaft es war, möglichst viel floristisch-soziologisch zu kartieren. So, das ist die korrekte Bezeichnung. Ob das jetzt ein Wald ist, der neben Auschwitz liegt, ist doch auch völlig irrelevant. Ja, also vielleicht hat man was gesehen. Vielleicht hat man durch den Zaun geguckt und hat da schlimme Dinge gesehen. Aber nochmal, du hast nicht einfach hingehen können und sagen, ey Leute, ihr macht da schlimme Dinge, weil dann hast du gleich eine Kugel im Kopf. Das funktioniert so nicht. Ja? Also ein großer Held war er nicht. Das ist richtig. Aber er hat neben Auschwitz den Wald kartieren lassen. Ja, das ist ein großes, großes Verbrechen. Ne? Das macht einen zum Razi. Und sein Mitarbeiter Sauer berichtet, und das ist auch, was dieser Abschnitt soll, ist völlig, völlig, völlig hirnrissig. Zitat, heute stolperte ich bei Dunkelheit fast vom Weichseldamm über Birkenau bis zum KZ, hatte aber auch besonderes Pech. Des Weiteren schilderte er ein Unglück, dass sein Pferd nicht mehr weiter zu bewegen war, er es gegen ein Fahrrad eintauschen musste, welches in der Folge auch kaputt ging. Wiederum Zitat, ich war der reinste Hans im Glück und zog auf Schusters Rappen weiter.
Gut, dazu zu diesem sehr erhellenden Beitrag in diesem Wikipedia-Eintrag hat auch mein Onkel wiederum was verfasst. Und zwar, offensichtlich wird hier mit dem Bericht des Kartierers Sauer von seinem schwierigen Arbeitsalltag um Auschwitz versucht, Tüxen eine wie auch immer geartete Mitwirkung an den nationalsozialistischen Untaten in Auschwitz zu unterstellen. Tüxen publizierte zu dieser Zeit einen Arbeitsbericht um eine Übersichtskarte mit allen Orten, an denen Kartierungen durchgeführt wurden. Auch das Reichsparteitag, Gelände und Auschwitz. Seine wissenschaftlichen Arbeiten waren also kein Geheimnis. Jeder, der später Tüxen das Bundesverdienstkreuz verliehen hat, hat nachgucken können, dass er um Auschwitz und auf dem Gelände vom Reichsparteitag Pflanzen angeschaut hat. Ne? Ja, das war bekannt. Das hat niemanden davon abgehalten, ihm ein Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Aber jetzt, die super investigativen Superjournalisten, die Wikipedia-Einträge schreiben können, die haben es jetzt rausgefunden, dass Tüxen böser Nazi gewesen ist. Aha. Denn sein Mitarbeiter hatte einen schwierigen Arbeitsalltag neben dem KZ. Ist das vielleicht ein kleines bisschen pietätslos rückwirkend von diesem Mitarbeiter, dass er seinen schwierigen Arbeitsalltag direkt neben dem KZ, wo ein erheblich schwierigerer Arbeitsalltag, das kann man so gar nicht nennen, tut mir leid, aber mir fällt da kein passender Begriff für ein, geherrscht haben dürfte. Ist das ein bisschen pietätlos? Ja. Ist das ganz, ganz ein furchtbar großes Verbrechen, dass man das so schreibt? Sicherlich nicht. Und davon abgesehen, es geht hier um den Mensch namens Sauer. Ne? Das ist gar nicht Reinhold Tüxen, der da rumgeschlichen ist, sondern ein Herr Sauer. Hintergrund der genannten Kartierung war offenbar ein Erlass des Oberpräsidenten Katowice als Planungsbehörde und Generalreferent für Raumordnung, der im Rahmen des Generalplan Ost auch in Auschwitz sicherstellen sollte, dass die Flächen, die der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft und der Wasserwirtschaft als wichtigste zukünftige Nutzung zur Verfügung gestellt werden sollten, über die Methode der Vegetationskartierung festgestellt wurden. Das wiederum war für die Planer des Generalplan Ost eine wichtige Größe, um die Zahlung der hier anzusiedelnden Volksdeutschen festlegen zu können. Ja, gleiches Argument wie bisher. Ne? Das ist nur nochmal darauf hingewiesen, das haben die Nazis Tüxen mit beauftragt, Tüxen hat es gemacht, das hat den Nazis ein bisschen was genützt. Ne? Wie das Brot. Es ist immer das Gleiche, immer mit der gleichen, Tüxen hat für die Nazis gearbeitet. Ja, jeder musste für die Nazis arbeiten, der da in Deutschland eben zu dieser Zeit eben entsprechend gearbeitet hat. Hierzu noch ein Kommentar. Reichsführer SS Heinrich Himmler, Diplomlandwirt, besuchte 1940 Auschwitz und seine Umgebung. Er verfügte daraufhin, Auschwitz wird die landwirtschaftliche Versuchsstation des Ostens. Zur Schaffung theoretischer Grundlagen für die landwirtschaftlichen Veränderungen wird die pflanzensoziologische Kartierung des Gebietes angeordnet. So, das ist das genaue entsprechende Zitat. Jetzt ist natürlich ganz, ganz schwierig, jetzt wieder zu sagen, ja gut, das ist ja nicht falsch. Warum jetzt die Mitarbeit an der pflanzensoziologischen Kartierung des Gebietes einen Zusammenhang mit den Verbrechen des NS-Regimes darstellt? Das verstehe ich auch einfach nicht. Wenn ihr jetzt Quellen zu den einzelnen Zitaten und so weiter und so fort haben wollt, das auf der Wikipedia-Seite steht da selber. Die anderen Dinge, die ich berichte und die auch mein Onkel zitiert, stehen entweder in den gleichen Quellen oder ich verlinke euch noch einen guten, richtigen, vernünftigen Artikel zur Biografie von Reinhold Tüxen eben auf der Seite der Stadt Rinteln, wo er die Ehrenbürgerschaft entsprechend genießt. Und da findet ihr eine richtige, vernünftige, passende, angemessene Biografie und auch viele Stellungnahmen zu eben den ganz vielen schlimmen Dingen, die er angeblich im Dritten Reich verbrochen haben soll. Unter anderem gibt es da auch Berichte von Zeitzeugen aus Frankreich und aus England und so weiter, die eben unter anderem deswegen Tüxen bei einer Laudatio, nachdem er dann gestorben war, so gelobt haben, weil er eben Anti-Hitler-Einstellungen entsprechend hatte. Das wird er wahrscheinlich nicht allzu laut gesagt haben, aber scheinbar haben es seine Freunde aus dieser Zeit, Kollegen und Freunde, so wahrgenommen. Warum wohl? Ne? Und interessant ist jetzt noch ein weiterer größerer Abschnitt.
von meinem Onkel, den ich jetzt auch noch hinzufügen möchte. Ja, ich lese euch erstmal noch ein Stück vor. Erstmal noch ein Stück vorlesen, das ist jetzt der Kommentar eben meines Onkels. Mit seinen widersprüchlichen Interpretationen der oben angeführten Ereignisse beweist der Autor, mein Onkel hat eine ziemlich gute Theorie, wer der Autor dieses Wikipedia-Artikels ist. Ich lasse es jetzt einfach mal aus Gründen der Fairness weg, weil Wikipedia soll ja eigentlich anonym sein. Es kann aber eigentlich nur dieser oder ein Handlanger von ihm entsprechend gewesen sein. Und ich verlinke euch noch ein bisschen Zeug, dann könnt ihr selber mal recherchieren, wer möglicherweise der Autor dieser Zeilen sein könnte. Nochmal von vorne. Mit seinen widersprüchlichen Interpretationen der oben angeführten Ergebnisse beweist der Autor, Name lasse ich weg, dass ihm jedes Einfühlungsvermögen in die Zwangslagen der damals herrschenden Diktatur absolut fehlt. Er versucht mit ausgeprägtem Sendungsbewusstsein Tüxen für eine geistige Nähe zur NS-Ideologie und damit die Förderung des NS-Systems wie auch eine gewisse Mitwirkung an den NS-Untaten in Auschwitz zu unterstellen. Tüxen führt pflanzensoziologische Forschung im Auftrag, der verschiedenen Organe des NS-Staates durch und erzielte dadurch selbstverständlich einen Zuwachs an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Alternative, keine Forschung, weil das Geld von den Nazis stammt und die Forschungsergebnisse im Sinne der NS-Ideologie instrumentalisiert werden könnten oder konnten, Fragezeichen. Der Autor versucht nachzuweisen, dass Tüxen nur aufgrund seiner Tätigkeit während der NS-Zeit erfolgreich geworden ist. Der Autor schrieb an die Stadt Rindeln anlässlich der Verleihung des Tüxen-Preises 2018, die Stadt verleiht regelmäßig den Reinhold-Tüxen-Preis, auch mehr als 70 Jahre nach Tüxens Tätigkeit für SS-Großprojekte wie Auschwitz bleibt diese keine Randnotiz seines Lebenswerks. Bleibt diese kleine Randnotiz seines Lebenswerks, sondern prägt sein Naturverständnis. Deshalb kann heute kein Preis nach ihm benannt sein. Also das Naturverständnis von Tüxen, das interessanterweise jeder andere heutzutage mehr oder weniger auch hat, das basiert nur auf Nazi-Ideologie. Ne? Die Blut- und Bodengeschichte ist da total eingeflossen. All seine verdammten Ergebnisse, ne? Und das nicht verdammt, weil sie schlecht sind, sondern sind reproduzierbar, kann man heute nochmal genauso machen. Und was wird man feststellen? Genau das Gleiche, ne? Weil halt keine Ideologie da reingeflossen ist. Der Autor, den ich jetzt so schön als der Autor bezeichne, ist offensichtlich kein Wissenschaftler. Der hat keinen Plan, wie wissenschaftliche Arbeit funktioniert. Das ist wie einmal eins. In wissenschaftlicher Arbeit, dass du grundsätzlich nur mit Daten, Fakten und dem, was du da anfindest, entsprechend arbeiten darfst. Eine Ideologie gibt es nicht bei wissenschaftlicher Forschung. Und es ist wissenschaftliche Forschung, man kann sie lesen. Na, alle Quellen, die der zitiert, kann man lesen. Dann stellt man fest, huch, das ist ja eine wissenschaftliche Arbeit. Und diese Forderung an Rindeln, dass kein Preis nach ihm benannt sein dürfe, das ist völlig absurd, und Rindeln äußert sich dazu eben entsprechend auch in der Aktualisierung der Seite über eben ihren Ehrenbürger Reinhold Tüxen, wo diese Forderungen und auch eben diese Behauptungen von dem Autor, der das hier geschrieben hat, auch sehr eindrucksvoll, wie ich finde, zerflickt werden. Das ist auch dieses Ding, was ich euch verlinkt habe, wenn ihr euch das auch nochmal durchlesen wollt, falls ihr Lust habt, ne? Nur falls ihr Lust habt. Gut, dazu jetzt nochmal weiter ein Kommentar. Tüxens Naturverständnis wurde geprägt durch sein lebenslanges Streben nach Verknüpfungen des eigenen Fachgebietes mit der Nachbardisziplin Geografie, Bodenkunde, Archäologie, Land- und Forst- und Wasserwirtschaft sowie Naturschutz und Landschaftspflege. Nicht etwa durch Nazi-Ideologie. Es geht dem Autor nicht um die sachliche und wahrhaftige Darstellung der wissenschaftlichen Leistungen Tüxens unter Berücksichtigung der damaligen politischen Verhältnisse, sondern darum, diese wahrheitswidrig als das Ergebnis nationalsozialistischer Förderung und seiner engen Verflechtung mit den Eliten des NS-Staates, Zitat, also in Gänsefüßchen, zu denunzieren. Und da muss man ja gucken, warum ist denn das geschrieben von Fahren? Was ist Fahren? Das ist so eine bescheuerte
okay, die Idee ist vielleicht nicht schlecht, aber das ist eine Arbeitsgruppe eben von dieser, weiß ich nicht, wie sie heißt, Naturschutzvereinigung da, die irgendwie jetzt gerade mal wieder was brauchen, wo sie dagegen sein können, damit sie mehr Mitglieder und mehr Geld kriegen, um die arme, arme heutige Jugend und die armen Forscher von heute klarzumachen, dass wenn sie mit Vegetationsökologie arbeiten, sie mit Nazi-finanzierter Wissenschaft arbeiten. Ja? Mhm. Das gibt es dann aber auch in jedem anderen Wissenschaftsbereich übrigens, der jemals auch nur irgendwas, was während der NS-Zeit in Deutschland publiziert wurde, für irgendwelchen Erkenntnisgewinn verwendet hat. Ne? Also nur so am Rande gemerkt. Angemerkt. So, jetzt Gesamtkommentar. Der ist nämlich auch wichtig. Natürlich war die erste Zeit nach dem Krieg äußerst kritisch für das Bestehen der Zentralstelle für Vegetationskartierung. War ja zu diesem Zeitpunkt eine Nazi-Einrichtung, ne? Wurde ja nazifiziert. Zuständig war in Dienstaufsicht und Finanzierung die niedersächsische Landesregierung, mit der Tüxen mehrfach um die Auflösung, um Auflösung oder Fortbestand entsprechend gerungen hat. Ja klar, die ehemalige, jetzt ja Nazi-Organisation wollte man vielleicht nicht unbedingt haben in der späteren, also in der jetzt gegründeten Bundesrepublik. Ne? Wenige Monate nach Kriegsende am 30.09.1945 veranlassten englische Freunde Tüxens zwei Mitglieder des Hauptquartiers der britischen Rheinarmee, also die entsprechenden Besatzungskräfte um Hannover bzw. Stolzenau, die Zentralstelle in Stolzenau zu besuchen. Dan Group, Captain der Royal Air Force, PL Plant, und ein weiterer Schwadronleader, also Major nach deutschem Recht, der Royal Air Force. Sie erörterten die Möglichkeiten von Hilfsmaßnahmen zum künftigen Erhalt der Zentralstelle. Also, die britische Armee hat Offiziere geschickt, um zu gucken, was man denn tun kann, damit bitteschön im jetzt besetzten Deutschland die Zentralstelle erhalten bleibt, weil sich Engländer, Freunde von Tüxen, ne, mit seinen internationalen Beziehungen und seiner entsprechenden Wissenschaft dafür entsprechend stark gemacht haben. Die sind also im Hause Tüxen persönlich vorbeigekommen und haben geguckt, dass es den Tüxens gut geht. Beim bösen, bösen Obernazi, ne? Erst viel später erfuhr Tüxen, dass auch der britische Geobotaniker Sir Arthur Tansley, Cambridge, sich für den Schutz der Zentralstelle eingesetzt hatte. Weitere Besucher mit gleicher Zielrichtung fanden statt. 25.03.1946 der britische Pflanzensoziologe H.P. Wood aus London und R.G. Warren aus Oxford am 20.04.1946 A.L. Pole aus New Zealand, aus Wellington, um genau zu sein, TRPs, Forestry Commerce, Forest Research aus England, Dr. Michael Brown, Imperial Forestry Institute, University of Oxford, und diese Liste ist lang. Ne? Ein ganzer Haufen Leute aus allen Ländern, die ordentlich unter den Nazis gelitten haben, sind sofort nach dem Krieg wieder freundlich und fröhlich nach Stolzenau gepilgert und waren froh, wieder am internationalen Symposium Tüxens teilnehmen zu können. Bei dem bösen, bösen Obernazi. Und das sind alles mit Sicherheit Leute, die eventuell Angehörige im Krieg verloren haben. All diese Bemühungen und viele mehr wären wohl undenkbar gewesen, wenn Tüxen den NS-Staat so nahe gestanden hätte, wie von dem Autor behauptet. 1949 wurde nicht zuletzt dank der wissenschaftlichen Anerkennung, die man Tüxen auch im Ausland zollte, die Zentralstelle zur Bundesanstalt für Vegetationskartierung, die 1951 vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten übernommen wurde. So. Geschrieben eben, also die Kommentare, die ich als solche gekennzeichnet habe, von Fritz Tüxen. Also mein Onkel, Sohn von Reinhold Tüxen. Jawohl. Ich habe das jetzt deswegen in Videoform gerne nochmal vortragen wollen, eben auch mit meinen persönlichen Anmerkungen und natürlich das, was mein Onkel geschrieben hat und also und so weiter und so fort und den eingangs stattgefundenen Erklärungen, weil ich jetzt hoffe, dass wer jetzt noch zugehört hat, da vielleicht tatsächlich jemand darunter ist, der sich ein bisschen besser auskennt mit den Funktionsweisen von Wikipedia als ich.
weil ich habe keine Ahnung, wie wir diesen Schund aus Wikipedia wieder rauskriegen wollen. Was ich jetzt versucht habe, war einfach mal, also mir ist klar, dass ich das nicht einfach löschen kann. Ja, du kannst ja jeden Wikipedia-Artikel als Otto-Normalverbraucher einfach irgendwie editieren. Aber was du dann da gemacht hast, wird gegebenenfalls von demjenigen, der das Recht hat, da wirklich Änderungen sichtbar für alle zu schalten, also so irgendwelche Moderatoren wie in Foren, ich weiß nicht, wie das genau heißt, an sich da heißt das, glaube ich, bei Wikipedia, die machen das natürlich alles sofort wieder rückgängig, wenn du da ohne großen Kommentar einfach alles löscht. Das kriegst du nicht umgesetzt. Das machen die wieder rückgängig und dann ist es wieder da. Beziehungsweise die Leute, die die Seite angucken, sehen diese Änderung ohnehin nie. Was ich allerdings versucht habe, weil mir klar war, dass das nicht funktionieren würde, war drunter zu schreiben, einfach als Ergänzung zu diesem ganzen NS-Schiss-Dreck, der da steht, einfach drunter zu schreiben, dass es dazu auch durchaus eine kontroverse Meinung gibt. Das, was da steht, nämlich tatsächlich eine Meinung ist. Und das ist es. Und eigentlich sollte auf Wikipedia nicht Meinung, sondern Fakten stehen. Und ich bin ein großer, glühender Befürworter von Wikipedia. Aber dieser Artikel ist scheiße, weil der ist Meinung. Das sind keine verfluchten Fakten, beziehungsweise das, was da als Fakten verkauft wird, ist höchst spekulativ. Und zumindest sollte man zulassen, und das wurde nämlich auch wieder rausgelöscht, nachdem ich das hingeschrieben habe, mit der Begründung, so ändert man keinen Artikel, dafür gibt es die Diskussionsseite. Auf der Diskussionsseite stehen jetzt Diskussionsbeiträge. Nichts passiert. Deswegen habe ich jetzt keine Ahnung, was ich bitte tun soll, um diesen Artikel irgendwie zu ändern. Beziehungsweise, wie man jemanden darauf aufmerksam machen kann, dass dieser Artikel geändert gehört. Ja, und dann ist mir eingefallen, dass ich ja ein Influencer bin. Ja, und davon mache ich jetzt schamlos Gebrauch. Vielleicht hat jemand von euch Erfahrung mit Wikipedia und weiß, wie man es bitteschön schafft, eine Diskussion, die von irgendjemandem, der da zum Schreiben berechtigt ist, wahrgenommen wird, in diesen blöden Artikel da reinzubekommen. Ne? Weil, auch wenn es hanebüchender Blödsinn ist, der Ruf von jemandem, der einen miesen Wikipedia-Artikel hat, wo fiese Dinge über die NS-Vergangenheit drinstehen, der ist nun mal nachhaltig geschädigt. Das muss ich niemandem, der weiß, wie das Internet funktioniert hat, erzählen. Ne? Und das ist eine bodenlose Frechheit. Und ob jetzt diese Organisation Fahnen auf ihrer eigenen Webseite Tüxen verleumdet und da solche Dinge erzählt und das noch zu diversen anderen Leuten macht, bei denen ich nicht weiß, ob stimmt oder nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe da keine Zeit, mich damit groß intensiv auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Ne? Das können die ja tun. Dass das aber auf Wikipedia steht, das ist ein Dorn, der geht tief ins Fleisch. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich gar nicht. Weil selbst, ne, es ist hochspekulativ, was da eben entsprechend steht. Dass das jetzt jemand, der sich mit der Thematik nicht auseinandersetzt und der Tüxen jetzt nicht unbedingt ein Artikel ist, der alle jeden Tag 6 Milliarden Mal aufgerufen wird. Ne, das ist mir auch klar. Aber dass das so durchgegangen ist, so spekulativ, wie das da alles steht, mit diesen Meinungsanmerkungen, die relativ eindeutig als Meinung zu erkennen sind. Dieses völlig unsinnige Schilderung des harten Arbeitstages vom Mitarbeiter Sauer. All solche Sachen, das ist der Wikipedia einfach nicht würdig, würde ich sagen. Ich habe selten einen Artikel gesehen mit so viel unreflektierter Meinung. Also es gibt ja oft Vor- und Nachteile als Bestandteil eines Wikipedia-Artikels, wo du dann wirklich objektivst mögliche Vor- und mögliche Nachteile genannt bekommst. Und das finde ich eigentlich bei allem gut. In den allermeisten Fällen und auch aus der forstwissenschaftlichen Sicht. Wenn ich mal was Forstwissenschaftliches auf Wikipedia nachlese, finde ich nur ganz, ganz selten mal Dinge, wo ich sagen muss, ja okay, da hätte man jetzt hinzuschreiben können, dass diese Meinung zumindest kontrovers ist. Ne? Also wirklich richtige Fehler habe ich auf Wikipedia noch nicht gefunden im forstwissenschaftlichen Bereich. Höchstens mal, ne, das kann man auch anders sehen. Und das sollte man eigentlich, finde ich, dazu schreiben, wenn es viele Leute gibt. Eine nennenswerte Gruppe von Leuten, die das eben entsprechend anders sehen. Aber hier, das ist einfach nur Schwachsinn. Ja? Deshalb nochmal, habt ihr irgendeinen Plan, wie ich das da bitte wieder rausbekomme oder zumindest eine Ergänzung hinbekomme, die eben auf die Seite von Rinteln und die dort gemachten eben entsprechenden Quellen verweist, dass es halt eben auch noch andere Darstellungsmöglichkeiten dafür gibt. Wenigstens das. Rauslöschen kann man diesen Quatsch wahrscheinlich wirklich nicht. Jetzt ist er halt schon irgendwie geschrieben und ich kann mir das eigentlich nur so erklären, und das ist jetzt wirklich eine Spekulation von mir, dass das deswegen nicht verschwindet, weil
der Autor dieser Zeilen das deswegen hat schreiben können, weil er tatsächlich der Sichter für diese Seite ist. Dass der also derjenige ist, der diese Seite in Anführungszeichen betreut. Und deshalb sich natürlich gegen jedes, was seine bescheuerte Darstellung, das ist meine Meinung, das darf ich so sagen, widerspricht, dagegen wehrt er sich natürlich. Also das ist so meine persönliche Theorie, ne? Weil diesen Artikel geschrieben hat, ursprünglich mal, weiß ich nicht. Könnte sogar irgendein Pflanzensoziologe entsprechend gewesen sein. Das Problem ist natürlich auch, die Pflanzensoziologie ist eine Wissenschaft, die klassische Pflanzensoziologie mit der Vegetationskartierung und der Erstellung von Pflanzengesellschaften, das ist am Aussterben, weil es ist halt alles durchkategorisiert und durchkartiert. Das ist wichtig, es im Hinterkopf zu behalten, wie das funktioniert hat, aber in diesem Bereich wirklich forschen, ja, das wird schwierig inzwischen. In der Vegetationskunde, das geht. In der Geobotanik, das geht. Andere Bereiche, andere abgewandelte Bereiche, die alle sehr, sehr stark mit diesen Daten, die von Tüxen unter anderem eben hervorgebracht wurden, arbeiten. Das geht. Das Doofe ist halt nur, es gibt kaum noch junge Pflanzensoziologen, die wissen, wie Wikipedia funktioniert. Ja? Die, das meine ich jetzt voller Respekt, die Leute, die noch Pflanzensoziologe sind, die diese Berufsbezeichnung für sich selber wählen würden, ja, die sind alle über 80 gefühlt, ne? Oder mindestens über 75. Und da macht es das halt einfach schwierig mit so Internetgeschichten. Deswegen wird von denen dann mit Sicherheit auch niemand großartig viel dagegen unternehmen können, außer eine Gegendarstellung. Das wurde getan. Herzlichen Dank an dieser Stelle übrigens auch im Namen der Familie an eben entsprechend Herrn Hartmut Dierschke war da beteiligt und auch an Herrn Professor Dr. Richard Pott Dr. Hartmut Dierschke natürlich. Und leider weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, wer da noch beteiligt dran war, aber das sind jedenfalls Namen, die ich kenne. Noch auch aus Kindertagen und da an dieser Stelle wirklich herzlichen Dank. Das freut uns sehr, dass Sie sich da eben entsprechend auch stark machen, um da ja, Klarheit zu schaffen und eben die entsprechende Seite von Rinteln anzupassen. Die finde ich wirklich ganz hervorragend. Ich bin 1984 geboren. Tüxen ist meines Wissens 1982 verstorben. Ich kannte ihn nicht. Ich weiß, ich spüre, ich meine, gewisse Dinge geerbt zu haben. Eine gewisse Begeisterung am Erklären der Natur vor allen Dingen. Vor allen Dingen seine Aktivitäten als Professor, Lehrer, in dem Sinne, dass er sein Wissen natürlich auch sehr gerne und begeistert und Begeisterung erzeugend weitergegeben hat. Dazu gibt es ja auch viele Berichte. Ein paar Studenten haben mal die lustige Kurzgeschichte geschrieben, von jenen, die auszogen, das Tüxen zu lernen. Nur als so ein Beispiel. Ne? Und deswegen unter anderem daher, mit in Kombination mit ein paar Studienkollegen von mir, die halt mal gemeint haben, wenn ich was erzähle, dann lässt man sich betüxen. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gebracht. Aber dieses Credo am Ende vom Video, was ich eigentlich häufiger bringen sollte, lasst euch nicht betüxen, das stammt auch eben daher, dass ein Vortrag von einem Tüxen immer ein bisschen, naja, sagen wir mal unkonventionell, aber durchaus nicht ganz schlecht sein muss. Ne? Und da gibt ihr mir wahrscheinlich recht, wenn ihr jetzt noch zuguckt, befürchte ich, dass das die meisten von euch wahrscheinlich so sehen könnten. Es regt uns alle auf, dieser Artikel. Es ist echt nicht schön. Es bringt einem ja nichts, berühmte Vorfahren zu haben. Und ob ich jetzt ein Bundesverdienstkreuz, das nicht mir verliehen wurde, rumliegen habe oder nicht, das ist auch im Grunde völlig egal. Aber dass er jetzt so in den Schmutz getreten wird, der Opa, dass ich hoffe, das ist menschlich nachvollziehbar, dass ich das einfach scheiße finde. So. Und damit sind wir durch. Vielleicht fandet ihr das Ganze ja trotzdem in irgendeiner Form jetzt interessant und hörenswert. Ich hoffe, ihr habt nicht immer nur zugeguckt, weil gesehen habt ihr nicht viel. Außer meine Bücherwand natürlich. Mein Büchergang für diejenigen, die neu sind. Es sind schon ein paar Bücher. Ne? nur um mal anzugeben. Und weil ich unter Büchern gefühlt groß geworden bin, mein Kinderbett war, also nachdem ich raus war aus diesem Ding mit dem Gestell, kennt man ja, war mein Kinderbett ein Hochbett. Und zwischen Decke und Hochbett, da war nicht mehr viel Platz, befand sich noch ein Bücherregal. Und ich habe dann quasi eingeklemmt unter diesem Bücherregal auf ungefähr so viel Höhe, Matratze und Bücherregal und da dazwischen, da habe ich übernachtet. Und vielleicht führt das zu einer gewissen Bibliophilie. Ne?
also Bücherliebe. Herzlichen Dank. Also das bedeutet mir jetzt wirklich viel, wenn ihr bis dahin zugehört habt. Da sage ich, ja, nochmal Dankeschön, wer sich mit Wikipedia auskennt und mir da eventuell weiterhelfen kann, der kriegt ein ganz dickes Dankeschön. Und auch im Rahmen eben des Restes der Familie ist uns das alles ein großes Anliegen. So, vielen Dank. Macht's gut. Und das nächste Mal geht's auch wieder um nicht so spezielle Themen. Ach so, und an dieser Stelle passt's. Lasst euch nicht betüxen.